Der Sulzkogel. Als einfacher 3000er mit verhältnismäßig wenig Höhenmetern ist er ein beliebtes Ziel unter 3000er Einsteigern und Urlaubern. Gestartet wird im Kütai von einem der vielen Parkplätze. Von da aus geht es über einen steileren Wiesenhang hinauf zur Schotterstraße. Der Wiesenhang bietet eine etwas ruhigere Variante im Vergleich zum unteren Teil der Schotterstraße etwas weiter östlich. Der Straße folgen wir nun bis zur Drei-Seen-Hütte und von dieser geht es nach rechts weiter auf der Straße in Richtung Speicher. Hier können wir immer wieder den Ausblick in Richtung Kütai genießen. Die 1100 Höhenmeter und die 7,5 Kilometer Aufstiegsweg stellen für einen 3000er eher niedrige Anforderungen an den Bergsteiger, sollten aber vor allem bei großer Hitze definitiv nicht unterschätzt werden. Bei der Baustelle des Finstertalspeichers angekommen, gelangen wir zu einer kleinen Holzhütte, von der aus der ursprüngliche Weg in Richtung Sulzkogel zurzeit gesperrt ist. Daher folgen wir einmal dem Wegweiser Neunerkogel und halten uns bei der nächsten Abzweigung einfach rechts am Speicher entlang. Übrigens, wenn ihr Vorschläge für spannende Tourguides habt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare und abonniert den Kanal, um diese Tourguides dann jeden Freitag ab 16 Uhr nicht zu verpassen. So gelangen wir auf den langen und flachen Weg um den Speicher entlang, welchen wir erst am anderen Ende wieder verlassen. Hier geht es nun etwas steiler immer wieder über die reißenden Bäche der schmelzenden Schneefelder, die sich bis in den Spätsommer halten können. Die Flüsse zu queren kann manchmal ein echter Parcours werden und man sollte sich bei der Suche nach der besten Querung etwas Zeit nehmen. Die umliegenden Berge beeindrucken durchwegs mit ihren steilen Wänden und laden auch zum Philosophieren über mögliche Routen auf andere Gipfel ein. Die karge Landschaft lässt einen Hauch Einsamkeit Einzug halten, wobei man in Wahrheit wohl selten allein unterwegs sein wird. Mittlerweile haben wir den Speicher aus den Augen verloren und es geht über immer felsigeren Untergrund immer höher. Von Wiese und Erde keine Spur, geht es auf Geröll und Blockberg direkt in Richtung Gipfelaufbau, wobei der gut markierte Weg am besten nie verlassen werden sollte. Auf jeden Fall sei erwähnt, dass der Sulzkogel kein einsamer Berg ist, was letztlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass er wirklich einfach ist und mit den 3000 Metern natürlich sehr interessant. Es gibt am Weg eigentlich keine Kletterstellen zu bezwingen. Man hat in der Regel, vor allen Dingen im Hochsommer, sehr wenig Schneekontakt bis keinen Schneekontakt und der Weg ist meistens gemäßigt. Außerdem gibt es eigentlich keine wirklich ausgesetzten Stellen und mit ein bisschen Vorsicht kommt man als durchschnittlich trainierter Wanderer auch an den Gipfel. Genau deshalb darf man sich auf dem Sulzkogel aber eben keine klassische Bergeinsamkeit erwarten. Am breiten Gipfelgrat angekommen, genießen wir erstmals die Aussicht nach Süden in die Ötztaler Alpen und steigen nun sehr steil die letzten Höhenmeter nach oben, bis wir am ersten Kreuz, einem Gedenkkreuz, ankommen.
Von hier aus geht es nur noch über einen felsigen kurzen Grat zum Gipfelkreuz, wo sich ein toller Rundumblick vom Karwendel über die Stubaier Alpen, die Ötztaler Alpen und nicht zuletzt auch dem Kütai anbieten. Wenn euch der Tourguide gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben auf das Video. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und wie immer, Berg heil!